Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den heutigen Handelsideen für den 3. Mai, präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer an dieser Stelle durch das Webinar, wo wir einen Blick auf die Ideen, die ich aus den Charts im Research gefunden habe, tun. Dann starten wir ganz klar mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Das ist wichtig, dass Sie diesen Hinweis auch an dieser Stelle zur Kenntnis nehmen. Ja, wie im Blog-Eintrag geschrieben, geht es heute um den US-Dollar, Kanndollar. Wir schauen auf das Öl, da gab es ja gestern neue Zahlen und wir werfen einen Blick auf den französischen Index, weil der in einer interessanten Position in der Verortung im Chart ist. Für diejenigen von Ihnen, die gern einmal auch die Blog-Einträge sich live anschauen, gehen Sie einfach mal auf die Seite von Tickmill. Ich hole Ihnen die gleich mal rein, einen ganz kurzen Augenblick. Und dann können Sie sehen, wo das Ganze hier auch steht. Schauen Sie hier, das ist die Website von Tickmill. Hier finden Sie auch interessante Informationen zum Trading allgemein, wie die Spreads sind, wie die Konditionen sind, welche Instrumente es zum Handeln gibt. Also schauen Sie sich ja ruhig einmal um. Und wenn Sie den Blog live lesen möchten und nicht direkt auf Facebook eingeloggt sind, dann schauen Sie auf blog.tickmill.com/de oder Sie gehen über die Tickmill-Seite und hier finden Sie alle Blog-Einträge von mir, die ich hier in der Regel börsentäglich so gegen 8 Uhr zur Verfügung stelle. Da finden Sie dann alle Informationen und wenn Sie mögen, können Sie dann auch direkt eine Frage an mich über diesen Weg auch stellen. Das zum Blog-Eintrag. Und diejenigen von Ihnen, die auch die Aufzeichnung dieses Webinars schauen, und zwar nicht auf der Facebook-Seite von Tickmill, Sie können jederzeit sehr, sehr gern auf YouTube gehen, den Tickmill-Kanal abonnieren und auch da verpassen Sie an dieser Stelle nichts. Also, hier im nächsten Feld, die Tagesnachrichten. Da schauen wir ja jeden Morgen drauf, weil die Tagesnachrichten das Potenzial haben, die Kurse doch ganz gut zu bewegen. Das haben wir gestern auch im Öl gesehen. Gestern im Öl gab es ein paar Nachrichten, dass der Öllagerbestand doch deutlich höher ausgefallen ist, als es erwartet ist. Und zack, ist der Ölpreis einfach mal unter die Marke von 67 Dollar gerutscht. Hat sich danach wieder ein bisschen erholt, aber Sie sehen, Nachrichten können in diesem Maße auch dafür sorgen, die Kurse zu bewegen. Aus diesem Grund schauen wir auf die heutigen Tagesnachrichten. Was haben wir? Ich habe das sortiert nach Relevanzen, das heißt die 3 ist die höchste Relevanz und die 2 ist die zweithöchste Relevanz in diesem Punkt. Wir bekommen heute Morgen um 10.30 Uhr aus Großbritannien Nachrichten zum Einkaufsmanager-Index aus dem Dienstleistungsgewerbe. In Europa spielt um 11 Uhr die Musik um das Thema Verbraucherpreisindex. Da geht es ja auch immer so ein bisschen Inflation. Da schaut ja die Zentralbank auch sehr, sehr stark drauf. Und Zinsanhebung wird es erst dann geben, wenn sich die Inflation in die gewünschte Richtung auch entwickelt. Von der Seite her ist das wichtig, um den Blick auf diesen Inflationsmechanismus hier zu werfen. Und um 16 Uhr gibt es in den USA den ISM Einkaufsmanager-Index, ebenfalls für die Dienstleistung. Und dann noch am Vormittag in der Kategorie 2 gibt es hier bei uns in Europa noch die Verbraucherpreisindex, die Kernrate, die hier besprochen wird. Dann gibt es am Nachmittag um 14.30 Uhr aus den USA noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir bekommen einige Informationen um das Thema Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Wir können einen Blick in die Handelsbilanz werfen und auch ein wichtiges Kostenfaktor, ein wichtiger Kostenfaktor, was auch das Thema Inflation und Kaufkraft angeht, ist das Thema Lohnstückkosten. Um 14.45 Uhr gibt es dann noch ein paar weitere Informationen zum Einkaufsmanager-Index im Dienstleistungsbereich und am späteren Nachmittag dann um 16 Uhr die Auftragseingänge für langlebige Güter. Das sind die wichtigsten Nachrichten hier am Tag, mal aus meiner Sicht, wo ich drauf schaue, wo ich halt weiß, da könnten sich die Märkte doch einiges an Bewegung geben. Kommen wir dann an dieser Stelle gleich auch zu den Charts und wenn Sie mögen, können Sie natürlich auch den ein oder anderen Wunschtitel hier direkt im Facebook-Chat, da schaue ich gerade mal rein,
dass wir hier das Ganze miteinander besprechen können. Ich sehe gerade im Chat, dass mein Bildschirm nicht übertragen wird. Ah, ich sehe gerade. Ich muss mal einen anderen Bildschirm wählen. Ganz kurzen Augenblick. Danke für den Hinweis. So, Bild, mal schauen, ob ich das ändern kann. Da wird der Bildschirm nicht übertragen. So. Jetzt. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Jetzt sollte der Bildschirm gleich zu sehen sein. Das dauerte mal einen kleinen Augenblick, dass das passt. So, jetzt checke ich auch im Facebook. Ja, jetzt ist der Markt bzw. der Bildschirm mit den Tagesnachrichten zu sehen. Bitte entschuldigen Sie das. Das sind ganz, ganz liebe, wichtige Hinweise. Wenn so etwas kommt, wenn ich so fokussiert bin auf meinem Bildschirm, bekomme ich das ein oder andere, was am Rande läuft, gar nicht mit. Noch die kurze Frage in den Chat. Jetzt müsste der Bildschirm auch zu sehen sein. Ist das richtig? Super. Gut, ganz lieben Dank. Okay, also wir waren stehen geblieben bei den Tagesnachrichten. Sie hatten das nicht gesehen im Video. Aus diesem Grund gehe ich nochmal auf die Tagesnachrichten entsprechend auch ein. Also, wie gesagt, ich gehe nochmal kurz durch. Wir bekommen um 10:30 Uhr den Einkaufsmanager-Index von Großbritannien, um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex, 16 Uhr den Einkaufsmanager-Index aus den USA und mit der Relevanz 2 in Europa, um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex mit der Kernrate, am Nachmittag dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr aus den USA, zur gleichen Zeit die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft, dann gibt es um 14:30 Uhr noch die Handelsbilanz der USA und das Thema Lohnstückkosten im Quartal 1 2018 steht hier auch auf der Uhr. Am Nachmittag um 15:45 Uhr gibt es dann noch ein paar weitere Nachrichten zum Einkaufsmanager-Index. Wir haben das Eintragsaufgang für langlebige Güter und den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Das am Nachmittag um 16 Uhr in den USA. Und nun, wie angesprochen, direkt in die Charts, weil das ist ja das, was uns interessiert. Wo kommt Bewegung? Wo können wir entsprechend als Händler natürlich auch Geld verdienen? Sie sehen hier noch vorhin aus der Vorbereitung den Goldchart. Da hatte ich ja auch schon das ein oder andere Wort zu verloren, dass der Markt hier in diesen lila eingezeichneten Bereich etwas eingetaucht ist, wo der Markt sich schon das ein oder andere Mal gefangen hat. Und Sie sehen auch, in diesem Bereich gibt es immer wieder Bewegung hin in dieses etwas höher gelegene Kursbereich. Also hier, wer hier einen Blick drauf wirft, im kurzfristigen Bereich doch das ein oder andere möglich in diesem Spannungsbogen, den wir hier im Gold auch immer wieder sehen. Aber Sie sehen momentan, der Markt ist von oben nach unten gekommen. Wir sind unter diesem Bereich heraus. Nur das ist nicht die Priorität für jetzt. Aber wenn es den einen oder anderen interessiert, wenn es einen Mehrwert gibt, dann auch das gleich gerne. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Währungspaar und zwar den US-Dollar. Kann-Dollar. Falls Sie sich wundern, warum ich ab und zu mal nach oben, nach rechts oder links schaue, ich habe hier vier Monitore vor mir, wo ich auch immer mal ein paar Informationen beobachte, die wichtig sind. Also von der Seite her, ich gucke nicht in die Geschichte herum, sondern ich habe hier einfach ein paar Monitore, wo die ein oder andere Information, die jetzt auch aktuell wichtig ist, erscheint und deshalb läuft der Blick ab und an mal auch vom Hauptmonitor weg. Gut, zurück zum Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar. Was wird hier gerade gespielt? Sie sehen, was ich eingezeichnet habe, ist hier weiterhin dieser nach unten gerichtete Trend, dieser Abwärtstrend, der ist sehr, 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 sehr weit in seine Korrektur hineingelaufen. Und jetzt sehen wir hier schon seit einigen Tagen ein Hin- und Herspringen zwischen diesen Kursmarken. Ich mache das für Sie mal ganz kurz etwas größer zwischen diesen beiden Kursmarken. Sie sehen es hier oben, wo die Kurse immer mal rangelaufen sind und wieder runtergelaufen sind, um die 1,28955. Und dann haben wir hier die Unterseite gehabt, dieser Seitwärtsbewegung 1,28159.
beim US-Dollar, Kan-Dollar. Und diese Range an sich, die ist interessant für das ganz kurzfristige Trading, weil hier macht es natürlich Sinn, wenn man sich das Ganze mal im 5-Minuten-Chart auch anschaut, dann ist es natürlich möglich, innerhalb der kleineren Zeiteinheiten dieses Range-Trading zu machen zwischen diesen Kanten. Also kein Range-Ausbruch, sondern den Trading zwischen diesen beiden Kanten. Wenn man weiß, er läuft immer wieder runter, um dann nach oben zu laufen, läuft von oben dann gerne auch wieder nach unten. Das kann man als kurzfristiger Händler natürlich sehr, sehr, sehr schön nutzen. Und Sie sehen, diese Ideen kommen halt auch aus dem Tageschart heraus. Das heißt, man muss nicht immer die kleinsten Zeiteinheiten zum Checken der Chartsituationen und der Handelsideen nutzen, sondern man kann das auch im großen Bild sich anschauen, um Ideen entsprechend auch zu sammeln und das dann aus den kleineren Zeiteinheiten zu traden. Also für das Kurzfristige hier, der Bereich ist interessant, dieses Hin- und Herspringen. Schauen wir das Ganze mal im großen Bild an, auf diesen übergeordneten Abwärtstrend zu sehen, haben wir hier jetzt natürlich eine Situation, wo diese Seitwärtsbewegung eine Art weitere Korrektur darstellt. Ne? Die Korrektur hier, die Korrektur über den Preis ging ja relativ schnell. Innerhalb von 5-6 Handelstagen sind wir hier oben angekommen und jetzt pendelt der Markt hier so hin und her. Jetzt kann hier natürlich Folgendes passieren. Der Markt kann über die Oberkante rausgehen und dann dieses Level hier oben anlaufen. Wenn wir hier drüber laufen, ist der Abwärtstrend erstmal definitiv Geschichte. Das heißt, wir haben ja dann einen Markt, der nach oben gerichtet läuft. Das heißt, das würde dann vom Prinzip her so ausschauen, dass wir hier die Korrektur hatten und dann eine Aufwärtstrendentstehung. Das heißt, Bewegung, Korrektur, Aufwärtstrend, der kann uns dann schon deutlich nach oben führen. Das wäre die erste Variante, die hier in diesem Bereich entstehen könnte. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir hier übergeordnet noch diesen Abwärtstrend haben, könnte es natürlich auch genauso passieren, dass ein Range-Ausbruch auf der Unterseite passiert. Das würde dann im Endeffekt den Markt runterführen, würde uns dann implizieren, es gibt wieder eine Wiederaufnahme der Bewegung des abwärts gerichteten Trends. Das heißt, das würde uns dann entsprechend in die Kursbereiche hier unten bringen, die ich in grün markiert habe, um die 1,27532, 1,26752 bis hin natürlich hier unten zum Tief 1,25380. Das mal einfach so als Wegstrecke auch zu sehen, je nachdem, wie sich der Markt entsprechend auch, sag ich mal, bewegt, in welche Richtung er möchte, haben wir hier das Potenzial auf der Ober- oder Unterseite. Wenn man dann weiter noch nach oben geht, bricht er oben raus, wie schon gesagt, erstmal das erste Anlauflevel hier, die 1,29415, das aktuelle Korrekturhoch und dann nach oben hin natürlich hier das Hoch, wenn er daran läuft, bei 1,31186. Also Sie sehen, es ist doch eine Menge Potenzial für Bewegung in diesem Titel im kurzfristigen Bereich, wie auch nach oben oder nach unten im mittelfristigen Bereich. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Währungspaar hier an dieser Stelle auch heute mit auf die Liste genommen habe. Schauen wir als nächstes in den Chart vom Öl. Da hatte ich ja vorhin in der Einleitung schon ein paar Worte gesagt. Die grundsätzliche Lage am Ölmarkt ist so, dass wir einen steigenden Markt weiterhin haben. Sie sehen es auch hier im großen Gesamtbild, haben wir schön einen aufwärts gerichteten Markt. Nehmen wir uns mal den aktuellen laufenden Trend vom Prinzip her hier im großen Bild an, also das, was ich jetzt hier in grün vom Prinzip her für Sie skizziere, das ist der aktuelle Aufwärtstrend und der befindet sich vom Prinzip momentan hier oben in seiner Korrektur. Das heißt, hier hat sich die Bewegung nach oben ergeben. Ups, einen kleinen Augenblick. So, das wollen wir natürlich haben. Hier hat sich die Bewegung ergeben. Hat hier die Bewegung auch noch einen untergeordneten Trend gebildet. Und jetzt haben wir hier so leicht einen abwärts trendierenden Markt innerhalb dieser Korrektur. Allerdings sehen wir hier definitiv auch diese Handelsspanne oben. Darauf habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal hingewiesen. Wir haben hier oben so diesen Top-Bereich von um die 69, 69,50 und unten gab es immer wieder so diesen Bereich um die 67, 20, 67, 30. Und jetzt sehen Sie, hat der Markt die letzten Tage immer schon mal deutlich unten drunter rausgelugt, hat sich aber immer wieder gefangen. Das heißt, fallende Preise werden immer wieder dazu genutzt, gleich auch reinzugehen. Die sehen ja auch die Kursreaktion auf den Tag von gestern. Also heute steigen die Preise auch leicht wieder an. Das heißt, hier gibt es auch schon die Möglichkeit, dass man in dieser hohen Volatilität, Sie sehen das an diesen Kerzen gestern ja auch wieder, so ein kleiner grüner Kerzenkörper, aber
das Hoch und das Tief des Tages sind doch relativ weit weg. Das zeigt so ein bisschen die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer hier in diesem Bereich und das lässt immer wieder Raum für das kurzfristige Trading. Man hört die Nachrichtenlage mittelfristig, die Kürzungen der aktuellen Ölförderung. Bei mittelfristigem Wirtschaftswachstum wird das zu einer weiteren Verknappung des Öles entsprechend führen, beziehungsweise durch die wachsende Nachfrage wird das dann den Ölpreis weiter nach oben bewegen. Das heißt, das übergeordnete langfristige Bild schaut von der Nachrichtenlage her momentan positiv aus. Wir haben hier auch den Aufwärtstrend. Das heißt, wenn der Markt hier sich entscheidet, nach unten rauszugehen, haben wir hier auch Unterstützungen liegen im Bereich von 66,65 und dann hier von diesem kleinen Korrekturtief hier aus diesem Bewegungstrend um die 65,50 in diesem Bereich, das nach unten. So tief könnte die Korrektur in dem Moment noch laufen, im überordneten Sample sogar noch viel, viel tiefer. Aber aus momentaner Sicht, wir wollen ja hier nicht auf Wochen vorausschauen, sondern einfach mal schauen, was jetzt hier los ist. Haben wir die Situation, bricht es unten raus, haben wir hier die nächsten beiden Anlaufpunkte. Hier unten drunter sollten wir besser nicht laufen. Das würde das kurzfristige Bild nicht ganz so schön aussehen lassen. Kommt der Markt wieder in die Stärke zurück, dann haben wir kurzfristig hier in dieser Magentafarbe markiert ein paar Anlauflevel. Da gucken wir mal in die Stunde rein, da habe ich es nämlich rausgezogen. Sie sehen es hier, wo der Markt schon reingelaufen ist. Wir haben hier einen Widerstandsbereich, da ist der Markt schon definitiv durchgelaufen nach oben hin. Und dann haben wir hier auf dem Weg nach oben noch diesen Bereich um die 68,80, bevor es dann hier in die neuen Hochs geht. Also das aus dem Trendverlauf der Stunde. Und Sie sehen, untergeordnet haben wir in der Stunde ja jetzt schon wieder einen Aufwärtstrend, der Stück für Stück nach oben läuft. Das untermalt jetzt hier das Bild, dass der Markt aktuell Stück weit auch nach oben geht. Also hier das Potenzial nach oben hin ist da und wenn das Ganze dann nach oben ausbricht, ganz klar, Trendfortsetzung hier vom übergeordneten Trend, da ist also einiges noch an Luft da, was wir hier in diesem Moment nutzen können. Wenn wir mal schauen, mal den langfristigen Wochenchart auch anschauen, wo der Ölpreis auch mal gewesen ist. Sie sehen, nach oben ist viel, viel Luft da. Ob wir da wieder hinlaufen, wir wissen noch nicht, wo die Märkte hingehen. Aber wir sehen natürlich hier auch einiges an Potenzial, was wir entsprechend nutzen können. Und das sind natürlich die Dinge, die hier definitiv Spaß machen, in Trading hineinzuschauen. Und mit diesen Worten gehen wir vom Ölpreis in den Index von Frankreich, den ziehe ich Ihnen direkt mit ins Bild hinein. Hier schauen wir uns auch nicht den Wochenchart an, sondern wir schauen hier auf den Tageschart. Also Sie sehen im Tag auch eine momentan sehr, sehr interessante Situation. Und zwar hier hatten wir ja das Hoch vom Januar, also hier Ende Januar, ist der Markt hier in diesen Hochbereich hineingelaufen. Da gab es immer so ein bisschen Widerstand, ist er wieder rübergegangen, hat hier auch den Hochpreis gegeben. Allerdings innerhalb dieses Widerstandslevels hat er sich dann weiter nach unten bewegt. So, jetzt haben wir hier ja diese extrem starke Aufwärtsbewegung. Ne? Untergeordnet, klar, sieht man auch den Markt etwas trenden. Das sieht man sehr, sehr schön im Verlauf der Stunde. Aber der Punkt, weshalb ich diesen Titel hier auf die Uhr genommen habe, ist natürlich folgender. Jetzt gibt es hier, wie immer auch in diesen Bereichen, zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt tendiert nach oben. Wir haben ja vom Hoch gestern eine leichte Korrektur gesehen, bis auch nahe an das erste Unterstützungslevel hier bei 5.485 Punkten in diesem Bereich. Wo war das Tief gestern? 5.491. Jetzt hat sich der Markt schon nach oben gedreht, also das ist das Tief der heute Nacht gewesen. Jetzt läuft der Markt ja Stück für Stück nach oben. Das heißt, wir können entweder hier das Potenzial sehen, dass der Markt nach oben drüber läuft und einen Angriff wieder in diesem Bereich macht. Das ist für die kurzfristigen Trader doch interessant, von diesem Hin und Her in diesem Bereich zu profitieren. Bricht der Markt hier diese Kante oben weg, dann geht er, ich glaube, das sind sogar All-Time-Highs in diesem Index, dann in die All-Time-Highs rein. Das könnte dann weitere Käufe auch nach sich ziehen, vor allen Dingen, wenn die Wirtschaftslage positiv bleibt in der Weltwirtschaft und den Markt natürlich hier deutlich nach oben bringen. Das heißt, aufgrund der dort mehr auftretenden Käufergruppen kann es schon zu einer starken, nach oben gerichteten Kursbewegung kommen. Korrigiert der Markt von diesem Bereich aus eventuell noch etwas tiefer, wie schon gesagt, dann haben wir die nächsten beiden Anlaufpunkte hier um die 5.486 und das nächste hier unten um die 5.400 knappe 50 Punkte als nächst naheliegende Unterstützungen. Wir sehen dann hier im Chart natürlich noch andere Bereiche um die 5.386. Nur wenn ein Markt stark bleibt, dann sollte es hier Dynamik nach oben geben. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit wird dann gespielt, wenn der Markt wirklich sehr dynamisch zugreift. Ansonsten sehen
sehen wir ja, wenn wir tiefere Korrekturen sehen, das wäre jetzt erstmal nicht dramatisch, aber das sind natürlich Dinge, die dann diese positive Tendenz, die wir momentan haben, erstmal etwas nach hinten schieben würden, weil wir dann im kurzfristigen Bereich wieder in die Korrektur übergehen und da macht es natürlich im kurzfristigen Bereich keinen Sinn, hier Longs zu gehen, wenn der Markt gerade etwas korrigiert. Also auch hier sehr spannende Situation momentan, an denen der Markt doch mit ein oder anderer Kursbewegung entsprechend reagieren kann. Damit wäre ich für die heutigen Handelsideen fertig. Ich schaue mal ganz kurz noch in den Chat auf Facebook, ob es die ein oder andere Benutzer- bzw. User-Frage gibt. Wenn ja, dann kläre ich die gleich. Ich sehe gerade, da steht momentan nichts drin. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen gute Trades. Morgen ist Freitag, da gibt es wie immer unser längeres Webinar. Da gibt es ein bisschen Education. Wir schauen auf die Marktnachrichten für die nächste Woche. Das heißt, wir machen so eine Vorausschau. Wir schauen uns mal die Situation in den großen Indizes entsprechend auch an und besprechen natürlich zuallererst die Handelsideen für den morgigen Tag. Also so gegen 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und um 9 Uhr treffen wir uns dann hier live an gleicher Stelle. Und für all diejenigen, die das Webinar dann im Nachgang anschauen, kurze Zeit später steht es dann entsprechend auch auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.